Geschätzte Medienschaffende, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Blick auf die Lage der Kultur im Kanton Zürich. Ich merke, dass ich es manchmal schon fast vergesse, wie normal es schon wieder geworden ist, uns hier physisch zu treffen. Das war in den letzten beiden oder zweieinhalb Jahren nicht so. Und gerade für die Künstlerinnen und Künstler und die Kulturbetriebe war das im eigentlichen Sinne des Wortes ein existenzielles Problem. Davon, was diese Zeit der Einschränkungen mit der Zürcher Kulturszene gemacht hat, möchten wir Ihnen heute erzählen. Wir präsentieren Ihnen Zahlen zur Finanzhilfe während der Pandemie und wollen Ihnen aufzeigen, welche Ideen in den Kulturbetrieben und auch bei uns in der Kulturförderung für die Zukunft da sind. Ich weiß nicht, wie Sie es persönlich halten mit den Besuchen von Kulturanlässen, wann Sie zuletzt im Kino, im Theater, an einem Konzert waren. Fest steht, die Pandemie hat das Verhalten von uns Besucherinnen und Besuchern verändert. Eine Zeit lang konnten wir während der Pandemie keine kulturellen Anlässe besuchen. Unterdessen können wir wieder, so wie vorher. Wir tun es trotzdem anders. Darüber wollen wir mit Ihnen heute sprechen. Wie geht es der Kultur nach zweieinhalb Jahren Pandemie? Wie hat Corona das kulturelle Angebot verändert? Und das Wichtigste, wie soll es weitergehen? Neben mir sitzt Madeleine Herzog. Sie ist die Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Ihre Fachstelle hat in den letzten zweieinhalb Jahren beim Abwickeln der Ausfallentschädigungen und beim Mitentwickeln der Transformationsprojekte enorme Arbeit geleistet. Sie wird uns davon berichten. Bei uns ist auch Lisa Fuchs, die stellvertretende Leiterin der Fachstelle. Sie war Projektleiterin Covid-Finanzhilfen Kultur. Bei ihr sind also die Hilferufe der Zürcher Kulturschaffenden sozusagen minütlich oder zumindest stündlich eingegangen. Sie wird für uns Bilanz ziehen zu den Unterstützungszahlungen, welche die Zürcher Kulturschaffenden zwischen 2020 und 2023 bekommen haben und bekommen. Zur Erinnerung, die Bedeutung des Schweizer Kultursektors ist groß, gesellschaftlich sowieso, aber auch wirtschaftlich. Gegen 300'000 Personen in der Schweiz sind hauptberuflich Kulturschaffende. Sie erzielen gemeinsam eine Wertschöpfung von rund 15,5 Milliarden Franken, was 2,1% des Bruttoinlandproduktes entspricht. Für den Kanton Zürich sind diese Zahlen besonders bedeutungsvoll, denn im Kanton Zürich lebt mindestens ein Drittel aller Kulturschaffenden der Schweiz. Eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Kultur hat während der Pandemie vier große Befragungen zur Lage der Kultur und zum Befinden des Publikums durchgeführt. Ich zitiere eine Feststellung aus der Befragung vom Juni 2021. Dort steht, ich zitiere, die Sehnsucht der Bevölkerung nach kultureller Aktivität hat zugenommen. Unabhängig von der Art des kulturellen Angebots kann in allen Kategorien ein starker Anstieg dieses Verlangens nach Kultur beobachtet werden. Zitat Ende. Die Befragung vom letzten Herbst, veröffentlicht im November 2022, zeigt, dass die Pandemie den Kulturkonsum der Schweizer Bevölkerung verändert hat. Wir haben uns durch Restriktionen und durch Homeoffice daran gewöhnt, zu Hause zu sein und zu bleiben. Gleichzeitig sehen wir, dass die Züge in den Nächten des Wochenendes aktuell wieder rappelvoll sind und an einzelnen Orten im Ausgang kaum ein Durchkommen ist. Und so ergibt sich ein durchmischtes Bild mit der Tendenz, dass das Publikum zurückkommen will. So sagten bereits im letzten November 60% der Befragten, sie seien bereit, ihre Kulturbesuche ohne weitere Bedenken wieder aufzunehmen. Und diese 60% sind deshalb beachtlich, weil es im Juni 2021 noch gerade 30% waren. Das sind nationale Befunde, ich gehe aber davon aus, dass sie auch für den Kanton Zürich gültig sind. Was bedeuten diese Veränderungen für die Zürcher Kulturförderung und wie haben wir während der Pandemie das Überleben der Kultur im Kanton Zürich gesichert?
Madeleine Herzog und Lisa Fuchs geben uns, wie gesagt, einen Überblick. Zuerst zu den Zahlen. Wir haben bereits in der Einladung geschrieben, dass der Kanton Zürich während der Pandemie rund 150 Millionen Franken für das Überleben der Zürcher Kulturszene bezahlt hat. Das ist eine eindrückliche Zahl. Und wenn wir die 150 Millionen Franken durch die Zahl der Zürcher Bevölkerung teilen, ergibt das recht genau 100 Franken pro Zürcherin. Die Hälfte hat der Bund bezahlt und deshalb ist es eigentlich, sind es 50 Franken, die direkt aus den Zürcher Mitteln stammen und weitere 50 Franken aus den Bundesmitteln. Soweit zu den Zahlen und jetzt bitte ich Lisa Fuchs, hier noch genauere Informationen zu präsentieren. Im März 2020 hat der Bundesrat die Kultur als systemrelevant bezeichnet. Damit hat er auch die Basis gelegt für die Covid-Finanzhilfen im Kulturbereich. Ziel war es, mit den Finanzhilfen, die durch die Pandemie bedingten Ertragsausfälle im Kulturbereich zu entschädigen. Diese Finanzhilfen wurden zusätzlich zu den gesamtwirtschaftlichen Maßnahmen, also von jenen Maßnahmen, von denen alle Unternehmen profitieren konnten, ausgerichtet. Für die Kulturunternehmen gab es die folgenden Finanzhilfen. Es gab die Soforthilfe, das war im Sinne eines Kredites, der beantragt werden konnte. Dieser wurde aber kaum genutzt. Dieses Instrument wurde dann später wieder eingestellt. Es gab die Ausfallsentschädigungen, davon wird heute viel die Rede sein. Das ist eine nicht rückzahlbare Finanzhilfe, die gesprochen wurde. Und ab Februar 2021 zusätzlich noch die Transformationsprojekte. Für die Kulturschaffenden gab es eben auch diese Ausfallsentschädigungen, ganz zu Beginn ausschließlich für die selbstständigen Kulturschaffenden, aber November 2020 dann auch für die freischaffenden Kulturschaffenden. Es gab auch die Nothilfe, die wurde von Swiss Culture Social ausgerichtet. Alle Finanzhilfen wurden je zur Hälfte durch Bund und Kanton finanziert. Die Umsetzung hat der Bund an die Kantone delegiert. Wir haben uns 2,5 Jahre intensiv mit den Ausfallsentschädigungen beschäftigt. Wir schätzen, dass rund 1/4 aller Gesuche beim Kanton Zürich eingereicht wurden und entsprechend schätzen wir, dass rund 1/4 aller Mittel, die in der Schweiz im Rahmen der Ausfallsentschädigungen ausbezahlt wurden, durch uns, die Fachstelle Kultur, ausbezahlt wurden. Konkret haben wir rund 5.300 Gesuche erhalten und wir haben rund 150 Millionen Franken ausbezahlt. Erfreulich ist, dass wir über 90% der Anträge gutheißen konnten. Gleichzeitig stellen wir fest, dass wir nach all den Abzügen, die wir im Rahmen der Berechnung dieses Ertragsausfalls vornehmen mussten, nur knapp die Hälfte der beantragten Summe auszahlen konnten. Interessant ist auch, dass wir von den 2.200 Gesuchstellenden über 5.300 Gesuche erhalten haben. Das heißt, viele Gesuchstellende konnten bei uns mehrere Gesuche einreichen. Dies hat damit zu tun, dass die gesamte Zeitdauer dieser 28 Monate, während der diese Ausfallsentschädigungen gültig waren, die wurde eingeteilt in einzelne Schadensperioden. Das hat damit zu tun, dass man sicherstellen wollte, dass die Gesuchstellenden das Geld so schnell wie möglich erhalten. Nach Abschluss der Gesuchsbearbeitung im letzten Herbst war es für uns wichtig, ein Bild davon zu machen, wer bei uns Gesuche eingereicht hat
und wer von uns Ausfallsentschädigungen erhalten hat. Mit Unterstützung des Statistischen Amtes haben wir unsere Daten ausgewertet. Wir präsentieren Ihnen hier die wichtigsten Ergebnisse daraus. Die erste Frage, die uns interessierte, war: Wie sieht das Verhältnis zwischen den verschiedenen Kategorien aus? Ausgewertet haben wir die Ausfallsentschädigungen in 4 Kategorien. Auf der einen Seite die Kulturunternehmen aufgeteilt in gewinnorientierte und gemeinnützige Unternehmen. Auf der anderen Seite die Kulturschaffenden, auch hier aufgeteilt in selbstständige und freischaffende Kulturschaffende. Die Mittelverteilung während den 3 Pandemiejahren sieht folgendermaßen aus. 64% der Mittel fließt in die gewinnorientierten Kulturunternehmen, 20 in die gemeinnützigen Kulturunternehmen und 16% erhalten die Kulturschaffenden. Davon, und das ist bestimmt bemerkenswert, gingen nur rund 0,5% an die Freischaffenden. Das hat damit zu tun, dass wir hier lediglich 10% des Lohnausfalls entschädigen konnten, dass 70% bereits durch die Arbeitslosenversicherung entschädigt wurde. Die zweite Frage, die uns interessierte, wohin ist das Geld geflossen und mit wo meinen wir hier die geografische Perspektive? Erfreulich ist, und das zeigt diese Folie deutlich, dass es im Kanton Zürich mit den Städten Zürich und Winterthur 2 starke Kulturzentren gibt, aber daneben auch eine starke Kulturlandschaft. 67% der Ausfallsentschädigungen flossen in die Stadt Zürich, 10 in die Stadt Winterthur und stattliche 23%, das ist immerhin ein Viertel der gesamten Summe, die wir ausbezahlt haben, floss in die Region. Deutlich wird hier auch der Unterschied zwischen den Kulturschaffenden und den Kulturunternehmen. Wir haben rund doppelt so viele Gesuche von Kulturschaffenden erhalten. Das sehen Sie auf der linken Seite. Diese erhielten 16% der Ausfallsentschädigungen. Nun schauen wir uns die Kulturunternehmen, die Auswertung der Kulturunternehmen etwas genauer an. Die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, ist, aus welchen Sparten haben wir Gesuche erhalten und in welche Sparten floss das Geld? Besonders augenfällig sind hier 2 Bereiche. Auf der einen Seite Musik. Wenn wir zur Musik auch die Sparte Club- und Konzertlokale zählen, dann sehen wir hier, dass wir rund 36% der Mittel in diese beiden Sparten ausbezahlt haben. Ebenfalls bemerkenswert ist der Bereich Film, Kino. Wenn wir hier diese beiden Sparten zusammenzählen, dann sehen wir, dass wir hier 22% der Gesuche erhalten haben und 30% der Mittel in diese beiden Sparten ausbezahlt haben. Daraus lässt sich schließen, dass wir aus diesen beiden Sparten Film und Kinos Gesuche erhalten haben, wo wir relativ hohe Beträge auszahlen konnten. Wir schauen uns nun die Auswertung der Gesuche der Kulturschaffenden aus. Auch hier haben wir die gleiche Frage gestellt. Wir wollten wissen, woher kamen die Gesuche, wohin floss das Geld. Interessant ist hier die Ausgewogenheit der Darstellung. Das heißt, da, wo wir viele Gesuche erhalten haben, da haben wir auch insgesamt größere Beiträge ausbezahlt. Auch hier bemerkenswert, der Bereich Musik ist hier an erster Stelle, sowohl bei den Gesuchen als auch bei der Summe, die wir ausbezahlt haben. Man kann hier den Schluss daraus ziehen, dass es im Kanton Zürich eine starke Musikszene gibt, sowohl bei den Kulturunternehmen als auch bei den Musikschaffenden. Bei den Beiträgen an die Kulturschaffenden wollten wir noch etwas genauer hinschauen. Uns interessierten hier die folgenden beiden Fragen.
Wie sieht die Verteilung der 23 Millionen auf die einzelnen Kulturschaffenden aus, respektive wie hoch ist der gesamte Betrag, den einzelne Kulturschaffende von uns erhalten haben? Das Ergebnis ist, wie vermutet, ein etwas einseitiges Bild. Sie sehen hier auf der rechten Seite die relativ hohen Balken. Das heißt konkret, rund 800 Gesuchstellende erhielten während dieser gesamten Zeitdauer, also während diesen 28 Monaten, weniger als 10.000 Franken insgesamt. Und auf der ganz anderen Seite dieser Skala sehen wir, dass es relativ wenige Kulturschaffende gibt, im Verhältnis selbstverständlich, die relativ viel Geld verdienen. Das heißt, hier haben konkret 28 Kulturschaffende über 100.000 Franken erhalten, über die ganze Zeitdauer gerechnet. Die letzte Auswertung, die wir Ihnen zeigen, sind die Medianwerte. Sie sehen hier jeweils die kleinsten ausbezahlten Beträge je Kategorie und auf der anderen Seite die höchsten, größten ausbezahlten Beträge je Kategorie und in der Mitte die Medianwerte. Interessant ist hier, dass sehen wir bei den Kulturunternehmen gewinnorientiert und gemeinnützig, dass die gewinnorientierten der Medianwert dreimal höher ist als jener der gemeinnützigen Kulturunternehmen. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch bei den Kulturschaffenden. Sie finden in Ihren Unterlagen die ausführlichen Tabellen zu den Medianwerten. Eine letzte Zahl möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Wie gehört, wir haben 5.300 Gesuche geprüft, beschlossen und da womöglich Beträge ausbezahlt. Und wir haben insgesamt 15 Rekurse erhalten, von denen keiner gutgeheißen wurde. 4 Beschwerden wurden beim Verwaltungsgericht eingereicht, 2 wurden teilweise gutgeheißen, einer wurde abgelehnt und einer ist noch offen. Abschließend möchte ich nochmals auf die eingangs erwähnten 50 Franken zurückkommen, die jede Zürcherin, jede Zürcher an die Ausfallsentschädigungen geleistet hat. Zusammen mit dem Betrag des Bundes, der ja ebenfalls 50% der Finanzen beigesteuert hat, sind wir bei 100 Franken pro Einwohner im Kanton Zürich. Wenn wir diese Rechnung noch etwas weiter treiben, dann hat während diesen 28 Monaten jede Zürcherin und jeder Zürcher knapp 4 Franken pro Monat in den Erhalt der hiesigen Kulturlandschaft investiert. Wenn man bedenkt, dass es mit diesem Betrag gelungen ist, den rund 550 Kulturunternehmen das Überleben zu sichern und den über 1.300 Kulturschaffenden die Existenzgrundlage zu sichern, dann hatten diese 4 Franken pro Monat eine enorm große Wirkung. Wäre ich eine Ökonomin, dann würde ich sagen, dass dies ein äußerst sinnvolles, ein äußerst wirkungsvolles und vor allem ein sehr nachhaltiges Investment gewesen ist. Nun noch zu den Transformationsprojekten. Im Rahmen des Covid-Gesetzes hat der Bund zusätzlich zu den Ausfallsentschädigungen die Transformationsprojekte für Kulturunternehmen eingeführt. Auch die Transformationsprojekte sind eine nicht rückzahlbare Finanzhilfe. Auch diese wurden je zur Hälfte durch Bund und Kanton finanziert. Die Absicht der Transformationsprojekte war es, neben den Ausfallsentschädigungen, die retrospektiv die Ertragsausfälle entschädigen, prospektiv auch eine Finanzhilfe anzubieten,
die die Kulturunternehmen fit macht für die Zeit nach Corona. Inhaltlich, das war die Vorgabe des Bundes, konnten nur Projekte eingereicht werden, die entweder eine strukturelle Neuausrichtung zum Ziel hatten oder die Wiedergewinnung von Publika oder Erschließung neuer Publikumssegmente. Hier sehen wir die Übersicht der Anträge der Transformationsprojekte. Insgesamt haben wir 202 Gesuche erhalten. Gesprochen haben wir rund 16 Millionen Franken. Sie sehen, wir haben eine Gutheißungsquote von rund 50% und es besteht ein recht ausgewogenes Verhältnis zwischen den Gesuchen für eine strukturelle Neuausrichtung und der Publikumsentwicklung. Hier sehen Sie die Auswertung der Gesuche aus den Transformationsprojekten. Auch hier haben wir dieselbe Frage wieder gestellt. Woher kamen die Gesuche? Wohin floss das Geld? Auf der linken Seite sehen Sie die Zu- und Absagen, die in allen Sparten in einem recht ausgewogenen Verhältnis stehen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Beträge, die insgesamt gesprochen und jene, die wir bereits ausbezahlt haben. Bemerkenswert, Sie erinnern sich an die Ausfallsentschädigungen. Hier bei den Transformationsprojekten ist der Musikbereich nicht mehr an erster Stelle, er ist irgendwo im Mittelfeld. Und ebenfalls bemerkenswert ist, dass auffallend stark vertreten sind die Bereiche Film und Kinos. Wenn wir diese zusammenzählen, wie wir das bereits bei den Ausfallsentschädigungen gemacht haben, dann fließt rund ein Viertel aller Beträge, die wir an Transformationsprojekte gesprochen haben, in diesen Bereich. Soweit zu den Zahlen. Für eine erste Zwischenbilanz gebe ich das Wort weiter. Danke, Jacques. Danke vielmals, Lisa Fuchs. Das war der Überblick über die Finanzhilfen im Kulturbereich. Ich nutze die Gelegenheit, noch auf den Jahresbericht hinzuweisen. Im Bereich dieser Covid-Finanzhilfen gibt es eine Bundesbestimmung, die betrifft sowohl die Finanzhilfen bei der Kultur wie auch bei der Härtefall, dass keine Transparenz hergestellt darüber wird, wer das bekommt. Das ist eine Vorgabe. Ganz anders in der üblichen Kulturpolitik, dort sind wir sehr transparent. Sie finden, was unsere normale Kulturförderung betrifft, in den jeweiligen Jahresberichten, immer im hinteren Teil auf den farbigen Seiten, sämtliche Empfängerinnen und Empfänger unserer Kulturförderung. Das ist unsere normale Förderpraxis, wo wir maximale Transparenz herstellen. Bei diesen Covid-Finanzhilfen war die Vorgabe des Bundes zuerst zu den Härtefallentschädigungen beim normalen Wirtschaften und dann auch bei der Kultur, dass darüber keine Transparenz hergestellt werden soll. Das als Einschub. Jetzt, Lisa Fuchs hat die Transformationsprojekte bereits angesprochen und Madeleine Herzog wird jetzt uns an Beispielen erläutern, noch etwas Farbe reingeben, was das genau ist. Danke vielmals. Ja, Sie haben es gehört, mit den sogenannten Transformationsprojekten haben uns die Covid-Finanzhilfen ein ganz neuartiges Förderinstrument an die Hand gegeben. In unserer üblichen Förderung unterstützen wir Kulturinstitutionen mit Betriebs- und Investitionsbeiträgen. Die Transformationsprojekte setzen dagegen in einem ganz anderen Bereich an. Sie zielen auf Organisations- und Publikumsentwicklung von Kulturunternehmen. Gerade weil es sich um ein neuartiges Instrument handelt, war das für uns und die Kulturinstitutionen ein großes Lernfeld. Vieles musste als Work in Progress fortlaufend entwickelt werden. Ein Learning unter anderem war, dass wir die Kulturinstitutionen bereits im Vorfeld der Gesuchseingabe und auch während der Umsetzung mit Informationsveranstaltungen und Beratungen eng begleitet haben. Viele Transformationsprojekte sind noch am Laufen. Die Frist läuft bis fast Ende 2023. Doch bereits heute können wir eine positive Zwischenbilanz ziehen.
Insgesamt wurden sehr viele, sehr vielversprechende und zukunftsträchtige Projekte eingereicht. Wir sehen auf eindrückliche Weise, wie viel Potenzial in den Bereichen Organisations- und Publikumsentwicklung liegt. Selbstverständlich haben sich die Kulturinstitutionen auch schon bisher um diese Fragen gekümmert. Doch dank dem neuen Förderinstrument haben sie nun Ressourcen, um das notwendige Fachwissen und die notwendige Expertise beiziehen zu können. Exemplarisch möchte ich Ihnen drei Projekte näher vorstellen. Das Fotomuseum Winterthur setzte sich im Rahmen seines Transformationsprojektes systematisch mit der Frage auseinander, wer überhaupt sein Publikum ist und wie es erfasst werden kann. Es ging um Fragen wie: Wer sind unsere Besucherinnen? Woher kommen sie? Was treibt sie an? Woran sind sie interessiert? Wie können wir die Merkmale unseres Publikums in den Datenbanken erfassen und diese Daten nachher für unsere Kommunikations- und Vermittlungsarbeit nutzbar machen? In einem zweiten Schritt ging es um die Frage, wie das Fotomuseum mit seinen analysierten Publikumsgruppen in einen Dialog treten kann und welche neuen digitalen und hybriden Vermittlungsformate es dafür braucht. Dank dem Förderbeitrag konnte das Fotomuseum diese Fragen zusammen mit der ZHAW angehen. Es wurde eine systematische Publikumsbefragung und Erfassung vorgenommen. Auf dieser Basis dann hat das Fotomuseum mit Unterstützung von Kommunikations- und VermittlungsexpertInnen eine neue digitale Infrastruktur in Betrieb genommen und Online-Formate für Interessierte und BesucherInnen entwickelt. In seinem Abschlussbericht schreibt das Fotomuseum: Mit dem abgeschlossenen Transformationsprojekt hat das Fotomuseum Winterthur nachhaltig zukunftsfähig in Bezug auf die Publikumsentwicklung gemacht und sein Profil als Zentrum für Bild- und Medienkompetenz geschärft. Die Transformation gewährleistet, dass alle konzeptuellen und strukturellen Maßnahmen dafür getroffen werden können. Was Sie hier sehen, ist das Tanzhaus Zürich. Das Tanzhaus Zürich hat die Herausforderungen der Pandemie zum Anlass genommen, für eine fundierte Auseinandersetzung mit der eigenen Organisationsstruktur und der strategischen Ausrichtung. Dieser Prozess wurde in Zusammenarbeit mit einer externen Expertin aus den Bereichen strategisches Management und Organisationsentwicklung in Angriff genommen. Orientiert an der bestehenden inhaltlichen Ausrichtung und dem städtischen Leistungsauftrag fragte sich das Tanzhaus: Was ist unsere Vision? Worin besteht unsere Identität? Wie positionieren wir uns im Umfeld? Und was macht unser Angebot aus? Auf der Basis dieser Analyse wurde in einem zweiten Schritt Fragen geklärt wie: Welche Organisationsstruktur brauchen wir, um unsere Vision umsetzen zu können? Wie funktioniert unser interner Kommunikations- und Informationsfluss? Wie können wir Rollen und Prozesse schärfen, um effizienter und flexibler arbeiten zu können? In seinem Zwischenbericht, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen im Fall vom Tanzhaus, schreibt das Tanzhaus: Die Transformation schüttelt den Betrieb erneut durch. Es würde uns aber wundern, wenn dem nicht so wäre, denn das widerspräche einer Transformation. Unterwegs gibt es Erfolgserlebnisse und Frustrationsmomente. Das Projekt befindet sich aber auf gutem Weg und das Schütteln hat den positiven Effekt, dass sich Spreu und Weizen trennt, Relevantes wird sichtbar, Irrelevantes ebenfalls, und diese Sichtbarmachung ist ungemein hilfreich. Das dritte Projekt ist das Projekt der Operettenbühne Hombrechtikon. Die Operettenbühne Hombrechtikon hat sich vorgenommen, ihr bisheriges Publikum wiederzugewinnen, sowie nach und nach ein neues und jüngeres Publikum zu erreichen. Mit einer externen Kommunikations- und Strategieberatung hat die Operettenbühne das Image sowie die Organisations- und Trägerstruktur analysiert. Es wurde ein neues Partnerschaftskonzept und ein neues Marketinghandbuch erarbeitet. Auch hier ein Zitat: Wir sehen dank dem Transformationsprojekt und den Analysen mit professionellen PartnerInnen die enormen Entwicklungsmöglichkeiten unseres Kulturunternehmens und haben eine Vision.
Jeder Schritt in diese Richtung sichert unsere Existenz für die nächsten Jahre. Diese Vision treibt uns an, nicht stehen zu bleiben. Das Transformationsprojekt war der initiale Impuls. Jetzt gilt es, in den nächsten 2 bis 3 Jahren der aufgezeigten Roadmap agil zu folgen. Sie spüren es. Wir sind sehr überzeugt von diesem neuen, zukunftsgerichteten Förderinstrument. Die Erfahrungen zeigen, dass die Kulturinstitutionen durch die eingeleiteten Maßnahmen in ihrer Zukunftsfähigkeit gestärkt werden. Und wie die Operettenbühne in ihrem Schlussbericht schreibt, ist die externe professionelle Unterstützung ein ganz maßgeblicher Faktor, dass die umgesetzten Maßnahmen zielgerichtet und nachhaltig sind. Und genau diese externe Unterstützung ist natürlich mit Kosten verbunden. Kosten, welche die Institutionen oft nicht alleine tragen können. Die Fachstelle will deshalb dieses Instrument auch nach Auslaufen der Covid-Finanzhilfen weiterführen und dabei weiterentwickeln. Konkret wollen wir das neue Förderinstrument mit dem kulturpolitischen Schwerpunkt der kulturellen Teilhabe verknüpfen. Das Leitbild Kulturförderung 2015 definiert 4 kulturpolitische Schwerpunkte: Strahlkraft, Kultur in den Regionen, Stärkung der Kreation und eben kulturelle Teilhabe. In den letzten 7 Jahren haben wir diesen Schwerpunkt der kulturellen Teilhabe vor allem im Rahmen der Projektförderung und der Auszeichnung umgesetzt. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und in der Umsetzung des Schwerpunktes kulturelle Teilhabe auf die Kulturinstitutionen fokussieren. Dafür verbinden wir das neue Förderinstrument und das Thema und schaffen ein neues Programm, das Programm Transformation kulturelle Teilhabe. Ziel des Programms ist es, dass die Kulturinstitutionen diverser werden, bei ihrem Personal, in ihrem Programm, bei ihrem Publikum. Unterstützt werden deshalb Partnerschaften zwischen Kulturinstitutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, welche in einer oder mehreren Diversitätskategorien tätig sind. Bei der Definition dieser Diversitätskategorien orientieren wir uns an der Bundesverfassung. Artikel 8 nennt verschiedene Merkmale, aufgrund derer niemand diskriminiert werden darf. Diese sind: nationale, ethnische und soziale Herkunft, Geschlechtsidentität, Alter, Sprache, soziale Stellung, Lebensform, religiöse, weltanschauliche und politische Überzeugung sowie körperliche, geistige und psychische Behinderung. Ziel dieser Partnerschaften ist es, dass die Kulturinstitutionen die Anliegen und Bedürfnisse der in der Kooperation vertretenen Menschen verstehen. Gemeinsam sollen Barrieren, Ausschlüsse und fehlende Ansprachen erkannt und analysiert werden. Dies bildet die Basis, um Maßnahmen zur Öffnung und Weiterentwicklung zu definieren. Dieser Prozess soll in einem steten Dialog passieren, nach dem Motto: die Institutionen sprechen mit den Menschen über ihre Anliegen statt über die Menschen. Der Prozess der Zusammenarbeit wird von externen Fachpersonen aus den Bereichen Organisationsentwicklung, Kommunikation und Diversitätsmanagement begleitet. Mit dieser Begleitung soll sichergestellt werden, dass das notwendige Fachwissen einfließen kann, und andererseits soll gewährleistet werden, dass sich die Partner auf Augenhöhe begegnen. Kulturinstitutionen und insbesondere große Kulturinstitutionen können ja durchaus auch eine einschüchternde Wirkung auf Außenstehende haben. Das Projekt wird als Pilot mit 3-jähriger Laufzeit lanciert. Anschließend wird das Programm evaluiert und über die Weiterführung entschieden. Während der Pilotphase ist das Programm auf Kulturinstitutionen beschränkt, welche vom Kanton mit Betriebsbeiträgen unterstützt werden. Pro Jahr sollen maximal 1 Million Franken in dieses Programm investiert werden. Die Mittel stammen aus dem Kulturfonds
und die Ausschreibung des Programms wird Mitte März 2023 erfolgen. Mit dem Förderprogramm Transformation kulturelle Teilhabe machen wir einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Teilhabe in den Kulturinstitutionen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunftsfähigkeit der Institutionen ganz wesentlich davon abhängt, ob es ihnen gelingt, sich für neue Publikumsgruppen und auch für mehr Interaktion mit dem Publikum zu öffnen. Entsprechend sehen wir das Förderprogramm Transformation kulturelle Teilhabe als wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit von Kulturinstitutionen. Wie gesagt, bei dem Programm konzentrieren wir uns auf die Kulturinstitutionen. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Corona haben wir aber auch Handlungsbedarf bei der Projektförderung und der Förderung von Kunstschaffenden festgestellt. Auch hier wollen wir Weiterentwicklung in Angriff nehmen. Nachdem die Mittel für die Kulturförderung seit 2016 plafoniert waren, hat der Kantonsrat im Rahmen des Budgets 2023 nun zusätzliche Mittel in der Höhe von rund 1 Million Franken gesprochen. Diese sollen schwerpunktmäßig für die Weiterentwicklung der Projekt- und personenbezogenen Förderung eingesetzt werden. Corona hat unmissverständlich sichtbar gemacht, wie viele Kulturschaffende in prekären Verhältnissen leben und arbeiten. Die kantonale Kulturförderung setzt sich deshalb für faire Löhne für Kulturschaffende ein. Bei der Budgetierung müssen die Gesuchstellenden künftig die jeweiligen Richtgagen berücksichtigen und sie müssen auch im Rahmen des Reportings zur Einhaltung dieser Gagen Stellung nehmen. Zudem soll bei der Gesuchsbeurteilung der Anteil der Gutheißungen, also dort, wo der gesamte beantragte Betrag gesprochen wird, maßgeblich erhöht werden. Das heißt, falls der angefragte Betrag angemessen ist, soll der gesamte Betrag gesprochen werden oder andernfalls das Gesuch abgelehnt. Auf den ersten Blick mag es vielleicht nach geringfügigen Anpassungen klingen. In Tat und Wahrheit verbirgt sich jedoch dahinter ein wichtiger Bewusstseinswandel innerhalb der Förderung. Bisher orientierte sich die Förderung quasi ausschließlich am Ziel der kulturellen Vielfalt. Entsprechend wurden die knappen Mittel, und die Mittel sind ja immer knapp, auf möglichst viele Projekte verteilt. Das heißt konkret, es wurden zwar viele Projekte unterstützt, dafür wurden die Beiträge, welche pro Gesuch gesprochen wurden, gekürzt. In den Corona-Jahren ist nun das Bewusstsein gewachsen, dass die Förderung mit dieser Praxis der sogenannten Teilgutheißungen mitverantwortlich ist für die prekären Arbeitsverhältnisse vieler Kulturschaffenden. Künftig soll es deshalb, wie gesagt, mehr Gutheißungen geben. Aber das hat auch Konsequenzen. Auch wenn die Mittel bei der Projektförderung jetzt erhöht werden, wird künftig noch stärker selektioniert werden. Als weiteres Learning aus Corona wollen wir die prozessorientierte Förderung verstärken. Es soll der ganze Kreationsprozess, angefangen von der Projektentwicklung bis zur Recherche, von der Projektentwicklung und Recherche bis zur Aufführung und Vermittlung unterstützt werden. In diesem Zusammenhang wurde bereits das Instrument der Freirahmenbeiträge ausgebaut. Und in den Bereichen Musik und Tanztheater werden mehrjährige Förderungen vorbereitet. Zudem wollen wir auch bei der Projektförderung auf eine Stärkung der kulturellen Teilhabe vorantreiben und wir setzen auf eine und wollen eine diversitätsbewusste Förderung etablieren. Ziel ist es hier, die Barrieren, fehlende Ansprache und Ausschlüsse zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. So können zum Beispiel im Bereich Literatur neu literarische Projekte in allen Sprachen eingereicht werden. Danke vielmals. Danke vielmals. Die Ausführungen von Lisa Fuchs und das ist zu früh, von Lisa Fuchs und Madeleine Herzog
haben einerseits gezeigt, wie viel in den letzten 2,5 Jahren gemacht wurde, wie stark die Fachstelle Kultur engagiert war, um das Kulturleben im Kanton Zürich ihm beim Überleben zu helfen und es zu sichern. Und andererseits hat Madeleine Herzog jetzt den Ausblick gemacht. Die Pandemie hat bei den Kulturschaffenden und den Kulturunternehmen viel ausgelöst. Das haben Sie jetzt auch sicher mitbekommen. Und diese Bewegung, diese Entwicklung wollen wir eben auch in der Kulturförderung abbilden. Ein Zurück zum Zustand vor der Pandemie gibt es nicht. Wir wollen die Erkenntnisse, wie sie jetzt präsentiert wurden, aus der Pandemie für die künftige Kulturpolitik nutzen. Und die Erkenntnisse sind nochmals zusammengefasst folgende. Kultur ist systemrelevant. Fehlt sie, wird sie von den Menschen stark vermisst. Das haben die verschiedenen Umfragen während der Pandemie immer wieder bestätigt. Das sieht man aber auch, wenn man den Blick etwas weiter öffnet. Man sieht es in allen Kriegsregionen der Welt, wo Krieg ist, auch gerade aktuell, sehnen sich die Menschen nach Kultur. Es entstehen Theater im Untergrund, Orchesterproben unter Bombenhagel und Kulturgüter werden von den Menschen eigenhändig mit Schutzmaterial eingepackt. Wir Menschen brauchen Kultur, um zu sein. Unser Kulturverhalten verändert sich dabei ständig. Das wissen wir seit langem. Vorlieben und Trends sind im ständigen Wandel. Der Wandel durch die Pandemie hat hier nochmals eine zusätzliche Tiefe. Die Pandemie hat als Brennglas auch zusätzliche Themen klarer hervorgebracht. Einiges zeigt sich nach der Pandemie als ausgetreten und abgenutzt. Der eine oder andere Rückgang in den Publikumszahlen hat dabei kaum mit Bequemlichkeit oder gar Angst zu tun, das Haus nicht verlassen zu wollen und sich ins Getümmel zu werfen. Vielmehr hat man vom selber wohl einfach schon zu viel gesehen, als dass es unter den neuen Bedingungen noch attraktiv genug wäre. Wir haben es im Kern nicht mit einer Diskussion zu tun, alte Kultur gegen neue Kultur oder was auch immer. Die klassischen Häuser haben nämlich sehr gute Zahlen. Es geht eher um die Frage, wie künstlerisch relevant das Gebotene ist. Ist das, was gezeigt wird, einfach mehr vom selben oder hat es wirklich Bedeutung? Ist das Gezeigte künstlerisch-kulturell eine Innovation? Ist es ein neuer Zugang und bietet es ein neues Erlebnis? Oder ist es einfach mehr von dem, was man schon sehr oft gesehen hat? Die Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen sind also genau mit dem konfrontiert, was sie im Kern tun. Sie wollen gesellschaftliche Bewegungen erkennen, diesen eine Form geben und dabei nach Neuem suchen. Aber diesmal tun sie das auch ganz stark in Bezug auf ihre eigene Arbeit, auf ihre eigenen Angebote. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Ich bin sehr froh, dass wir bereits vielversprechende Instrumente in der Hand haben. Sie haben es vorhin von Madeleine Herzog gehört, wie aufbauend, motivierend und auch erfolgsversprechend die ersten Resultate aus den Transformationsprojekten sind. Da wollen und da werden wir weiterarbeiten. Die Transformation im Kulturbereich muss und wird weitergehen. Mir gefällt auch die Weiterentwicklung der Förderung der Teilhabe. Möglichst alle Menschen sollen Kultur genießen und auch mitgestalten können, zum Beispiel auch solche, die nicht gut sehen oder nicht gut hören. Wir sammeln mit der Teilhabe seit 2015 Erfahrungen. Diese Form der Förderung der Teilhabe ist mir ohnehin ein großes Anliegen, nicht ausschließlich im Bereich Kultur. Starke Gesellschaften lassen niemanden am Rande zurück. Daran sind wir täglich an der Arbeit. Und von der Verknüpfung der beiden Themen Förderung der Teilhabe im Bereich Kultur und der Umsetzung von Transformationsprojekten verspreche ich mir sehr viel. Da wird Neues, Innovatives, Aufregendes, Erstmaliges und eben Relevantes entstehen. Der Fokus unserer Bemühungen um diese Weiterentwicklung der Förderung liegt bei den Institutionen, aber wie gesagt, es geht auch, das wurde ausgeführt, um die individuelle, personenbezogene Förderung.
Meine Damen und Herren, Kultur hat keinen Zweck. Sie hat einzig vielfältige Wirkungen. Eine ihrer zentralsten Wirkungen ist, dass wir uns mit Hilfe von kulturellen Inputs in der Gesellschaft zurechtfinden und das Geschehen einordnen können. Das wird unsere Wahrnehmungsfähigkeit weiterentwickeln und damit trainieren wir auch unsere Kreativität und die Fähigkeit, Lösungen zu finden. Diese zentrale Aufgabe wollen wir weiterhin ermöglichen. Deshalb ist unsere Kulturförderung einerseits beständig, planbar und verlässlich und andererseits in Bewegung und in Transformation, genau wie Kultur eben auch. Ich komme zum Fazit. Die staatliche Finanzhilfe hat der Zürcher Kultur während der Pandemie das Überleben gesichert. Jede Zürcherin hat unterstützt vom Bund insgesamt 100 Franken zur Rettung des Zürcher Kulturangebots beigetragen, 50 Franken aus dem Kanton Zürich, 50 Franken aus dem Bund. Das sind auf 28 Monate gerechnet pro Monat 4 Franken pro Person, also ein Kaffee. Die Welt nach der Pandemie ist eine andere. Die Kultur wird uns auch künftig helfen, uns darin zurechtzufinden. Damit sie dies kann, unterstützen wir sie in der Transformation. So, dass der Kanton Zürich auch künftig ein vielfältiges Kulturangebot hat, das uns Genuss, Unterhaltung und auch gesellschaftliche Auseinandersetzung und Orientierungshilfen in einer komplizierten Welt bietet. Soweit unsere Ausführung. Nun haben Sie möglicherweise Fragen. Gibt es Fragen? Herr Holz. Vielleicht zur Definition der Kategorien. Wann ist ein Kulturunternehmen gemeinnützig, wann nicht? Und was ist genau der Unterschied zwischen Freischaffend und Selbstständig? Also bei den Kulturschaffenden ist es so, selbstständige Kulturschaffende, das sind tatsächlich Kulturschaffende, die sich bei der SVA als selbstständig angemeldet haben, die eine Eigenständigkeit haben mit den entsprechenden Versicherungen. Freischaffende Kulturschaffende sind Kulturschaffende, die immer wieder in angestellten Verhältnissen tätig sind, entsprechend auch mit Arbeitsverträgen arbeiten und dann letztlich eben über die Arbeitslosenversicherung Arbeitslosengelder beziehen konnten. Bei den Kulturunternehmen sind jene Kulturunternehmen gemeinnützig, die letztlich keinen Gewinn ausschütten dürfen. Also jene Unternehmen, die den Gewinn reinvestieren in ihren eigenen Betrieb. Ein Beitrag aus dem Lotteriefonds, das ist noch... Die Beiträge aus dem Lotteriefonds sind ausschließlich für gemeinnützige Kulturunternehmen. Ich möchte aber ergänzend bei den, also die Covid-Finanzhilfen waren... Durch Staatsmittel finanziert, die sind nicht aus dem Lotteriefonds. Ja. Weitere Fragen? Ist das in Zürich abgeschlossen? Man konnte kürzlich irgendwo lesen, dass irgendwie 600 Kulturschaffende immer noch Unterstützung beziehen. Ist das in Zürich auch so? Das ist dem Swiss Culture Social. Das ist die Nothilfe, die Swiss Culture Social ausrichtet und die konnte bezogen werden bis Ende 2022. Das war ein Teil des Covid-Gesetzes und die sind im Augenblick noch damit beschäftigt, die letzten Anträge auszuzahlen. Also Mittel können keine zusätzlichen mehr nach Ende 2022 bezogen werden. Das ist abgeschlossen. Ja. Außer die Transformationsprojekte, die noch, genau, aber die Ausfallentschädigung ist abgeschlossen. Ja. Weitere Fragen? Ja. Also ich habe eine Verständnisfrage an Frau Fuchs. Sie haben von irgendwie von 550 Unternehmen und so vielen Kulturschaffenden gesprochen. Was war die Zahl?
Die Zahl. Genau, das sind die Anzahl Gesuchstellen, die wir hatten. Also wir hatten insgesamt über die ganzen beiden Jahre rund 500 irgendwas gesuchstellende Kulturunternehmen und über 1300 Kulturschaffende, die jeweils mehrere Gesuche einreichen konnten. Und noch eine weitere Frage, haben Sie auch irgendwelche Zahlen von Unternehmen, die eingegangen sind? Also Sie haben jetzt immer sehr positiv gesprochen, gibt's, wie viele sind eingegangen? Also das ist in der Kultur wie in der restlichen Wirtschaft auch. Da, das konnte man ja, ich glaube, irgendwie im letzten Monat hören, dass da die Konkurse jetzt zunehmen. Das gibt es selbstverständlich auch im Kulturbereich. Das betrifft dann Bereiche, die vielleicht nicht direkt von den Ausfallsentschädigungen profitieren konnten. Oder Unternehmen, die jetzt, nachdem die Ausfallsentschädigungen ausgelaufen sind, nicht wieder Tritt fassen können. Und hat das auch damit zu tun, also Sie haben nur eigentlich weniger als die Hälfte ausbezahlt der beantragten Gelder, hat das auch damit noch zu tun? Oder anders gefragt, weshalb konnte man zum Teil nur... Es hat eigentlich mehr mit der Komplexität der Berechnungsweise zu tun. Also es war sehr kompliziert, weil wir sämtliche Beiträge, die die Unternehmen und die Kulturschaffenden erhielten, wie eben Arbeitslosengelder, wie Versicherungsgelder, wie vielleicht Einnahmen, die sie trotzdem tätigen konnten, das mussten wir alles abziehen von dem beantragten Betrag. Und das war sehr kompliziert für die Unternehmen und die Kulturschaffenden. Also das hat mehr damit zu tun. Also Sie haben eigentlich zu viel... Und wichtig ist vielleicht schon, wir konnten lediglich 80% des effektiv errechneten Ertragsausfalls bezahlen. Das war eine Vorgabe des Bundes. Und die 80%, wenn Sie sich das konkret vorstellen, für ein Unternehmen, für ein halbes Jahr, ist das vielleicht erträglich, die fehlenden 20%, die dann effektiv in der Kasse fehlen, noch über zurückgestellte Mittel zu bezahlen. Irgendwann geht das an die Substanz, wenn man über 2,5 Jahre jeweils die 20 fehlenden Prozente selbst aufbringen muss. Okay. Gibt es weitere Fragen? Dann schließe ich hier diesen Teil und wir stehen Ihnen selbstverständlich für Einzelgespräche noch zur Verfügung. Vielen Dank.